Yo, Kameramagier, heute zeige ich dir einen Trippy Trails Effekt in DaVinci Resolve. Viel Spaß dabei! So, angenommen, du hast deinen Clip jetzt schon geschnitten und du möchtest jetzt diese weißen Lichter trailen lassen. Dann gehst du in Fusion hinein und suchst dir zuerst mal einen Lumakier, weil ich möchte mir ja nur die Lichter nehmen und den stelle ich so ein, dass er mir nur die Lichter anzeigt. Ich hatte schon mal ein Tutorial zum Lumakier gemacht, den siehst du oben verlinkt. So, als nächstes suche ich mir die Trails Node und diese Trails Node kann ziemlich viele trippige Sachen machen. Die merge ich, weil ich das, was sich trailen lässt, über meinem Original-Footage sehen möchte. Und wenn ich die jetzt losspiele, dann siehst du schon, der macht genau das, dass sich alle Lichter quasi zu einem Bild zusammensetzen. Wenn du das wieder zurücksetzen musst, musst du immer auf Restart klicken und das machst du am besten immer dann, wenn du es von neuem ansehen willst. Da die Bilder jetzt allerdings permanent bleiben, möchtest du zuallererst den Gain runternehmen. Irgendwas zwischen 0,9 und 0,95 wird gut sein und du siehst, die Bilder verschwimmen und gehen wieder nach einer Zeit weg. Das so eingestellt zu lassen, ist vor allen Dingen für die, die LED-Poi spielen, vor allen Dingen sehr cool. Aber wenn du wirklich richtig trippy werden willst, dann veränderst du die Parameter bei Size und Rotation. Und schon kommen diese ganzen Formen, die wir mit dem Licht gemalt haben, auf uns zu und sie rotieren dabei. Und du kannst dann natürlich auch hier richtig overboard gehen. Yo, dieser Effekt lässt sich natürlich nicht nur auf Footage anwenden, sondern auch auf jeden Effekt, den du selbst generiert hast. Ich zeig dir das mal hier an dem Beispiel von meiner Maske, die ich im Neon Scribble Tutorial gemacht habe. Link dazu findest du hier oben. Wenn ich jetzt meine Maske trailen lassen will, dann füge ich die Trails Node einfach hinter dem Raise ein, vor dem Merge und schon habe ich einen coolen Effekt. Jetzt kannst du auch zusätzlich noch mit Blend Modes arbeiten, wie zum Beispiel den Additive und Subtractive Slider. Und du könntest auch mal gucken, was Merge Under für dich macht. In Footage, so wie diesen hier, wenn man ihn auf Footage direkt anwendet, ist ohne den Merge Under angeklickt zu haben, deine Trails normal, aber richtig trippy wird's, wenn du Merge Under aktiviert hast, dann geht das Ganze einfach nur nuts. Zusätzlich kannst du noch mit Alpha Gain spielen, der alles hell macht, ähnlich wie der Burn-In, der zusätzlich auch noch alles dunkel machen kann. Yo, ich hoffe, dieser Effekt hilft dir, trippy Musikvideos für dich zu machen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.